Ja, hallo, ich bin's wieder, euer DSD Steve mit Dragon Quest Monsters und schon wieder diese komische Piano-Musik im Hintergrund. Das bedeutet, ich habe einen Gast dabei, den Kinemod-LP. Ja, freut mich wieder dabei zu sein, ist ja ein sehr schönes Spiel und ja, Gastkommentator sein ist immer schön, weil man lernt einfach immer viel dazu, auch was den eigenen Stil angeht. Und ich bin eh schon gespannt, wie das hier immer weitergeht und es live mitzuerleben ist einfach noch schöner. Ja, übrigens Dorn, den ich so richtig cool, so schlecht geschrieben habe, ist sogar Egoist. Bei ihm ist das sogar mal in Ordnung, weil der Typ soll ja einfach nur draufhauen. Also, das ist genau ein Fall für mich eigentlich. Ja, also das Problem ist halt, also nur mit draufhauen kommst du halt in den Spielen nicht wirklich weit. Das hat man ja vielleicht auch in meinem letzten Fail-Part gesehen, wie ich da im Kolosseum ziemlich genervt wurde. So, mal gucken, was für ein Monster kommt. Ja, Baby Devil. Baby Devil ist das Lustige, hat eine Fähigkeit, die Megaball heißt und kann ihn nicht benutzen, weil sie zu wenig Mana-Punkte hat. Kann man ihn dann irgendwie hochleveln, dass man irgendwann mal genug Mana-Punkte hat, oder muss man die vererben? Ja, man muss ihn quasi hochleveln, dann hätte er irgendwann genug Mana-Punkte, um es zu nutzen. Das ist bei ihm ganz lustig, aber er ist jetzt auch nicht wirklich stark. Also wenn man die Fähigkeit haben möchte zum Weitervererben, klar, kann man es nehmen, aber... Alter, wollen wir gerade für 61 Damage angegriffen, weil es ein Volltreffer war. Oh mein Gott. Mega heil, geil. Er kann jetzt alle heilen, oder? Nein, Mega ist immer noch auf eine Person. So, Dorn lernt mal, geht gleich hoch Level 4. Ja, Dorn ist gerade von 1 auf 4. Schön. Mega heil. So, es ist natürlich wieder teurer geworden, von 3 auf 5 Mana-Punkte. Und sie heilt jetzt statt 30 bis 40, 75 bis 90. Kann er auch Allheil erlernen, so wie Alkoma, oder? Ja, Allheil könnte er erlernen, auf einem ziemlich hohen Level irgendwann. Ja, weiß ich ja nicht, ob ich den wirklich so lange behalte, ob ich nicht schon vorher weiter verpaare. Und dann einfach später auf andere Art und Weise das wieder reinhole. Übrigens habe ich bewusst nur zwei Felder erkundet, damit ich eine höhere Chance habe, dieses Medikament quasi zu bekommen. So. Ja, aber solange irgendjemand im Endteam ja Allheil hat, reicht es ja, denke ich mal. Ja, richtig. Also noch braucht man das auch nicht. Das Problem ist halt an Allheil. Ich habe das Heil so 80 bis 100 Punkte bei jedem. Und kostet aber irgendwie schon 24 Mana-Punkte oder so. War schon ziemlich nervt. Man muss wissen, das Ding kann übrigens auch Megaball, dieses, oder Uniclown, also, der ist eigentlich auch ganz gut, aber den holt man sich auch nur wegen Monster, ja, ist ein Megaball, 31 Schaden auf allem. Und der sieht auch mehr aus wie eine Hexe als wie ein Clown irgendwie. Ich weiß gerade, ich glaube, er ist vom, boah, ich glaube, er wird Teufel oder irgend sowas sein als Wesen, also als Familie. Aber man muss sich ein bisschen so vorstellen, die Familien sind quasi das, was bei Pokémon gerade diese Elemente sind. Na, nur, dass es hier nicht so ausgeprägt ist, was das direkt angeht. Also mit sehr effektiv und allem halt. Ja, also man muss sich so vorstellen, es gibt für gegen jede der neun normalen Familien, also nicht für die Bosse, sondern für die anderen neun, immer eine spezielle Antitechnik. Na, zum Beispiel gibt es dann zum Beispiel Vogelkill oder Drachenkill. Okay. Na, also quasi so eine Attacke, die besonders gegen alle anderen normal Schaden macht, aber eben gegen diese Familie besonders viel Schaden macht. Außerdem haben bestimmte Familien noch klassische Eigenschaften. Slime zum Beispiel wachsen relativ schnell, haben massig KP, können gut Attacken übernehmen. Und kann man halt mit allem gut paaren irgendwie. Ja, genau. Also die, wie gesagt, die wachsen sehr, sehr schnell. Man bekommt beim Slime sehr, sehr schnell wirklich auch ein starkes Monster. Das passt mal super, wenn ich es gerade schon erkläre. Und zwar, Dorn hat jetzt einmal Kältearten und einmal Eis. Der Unterschied ist folgender. Eis ist tatsächlich etwas besser als Kältearten. Eis hat insgesamt aber nur 3 Stufen. Das wird dann zu Mega-Eis, Giga-Eis. Kälteatem hat 4 Stufen. Dadurch ist es natürlich schon einfach dann irgendwann stärker, also durch die 4. Stufe. Na? Verbraucht also, auch weniger MP. So, aber noch ein Unterschied ist und zwar hier jetzt, das eine ist im Atem, und zwar Kälteatem, und das andere ist Magie. Und es gibt dann immer spezielle Sachen, die gegen irgendwas gedacht sind. Also, zum Beispiel gibt es Einsaugen.
Und die Fähigkeit Einsaugen sorgt dann dafür, zum Beispiel Drache kann Einsaugen erlernen, dass alle Atemangriffe den Schaden nicht die Monster normal bekommen, sondern der komplette Schaden nur auf den Drachen gehen würde. Okay. Und es hat den Vorteil wiederum, dass Drachen aber immun gegen Feuer sind. Und das ist natürlich relativ taktisch, wenn nämlich der Gegner quasi nur Feueratem zum Beispiel einsetzt, dann lohnt sich mit ihnen Einsaugen zu machen. Weil natürlich dann die kompletten drei Feueratem-Attacken auf Drachen gehen und er bekommt dann null Schaden. Das ist sehr schön. Ja, also da kann man nicht taktisch agieren. Eine andere Möglichkeit, was man gegen einen Atem machen kann, ist zum Beispiel ihn wegwehen. Wenn man ihn wegweht, dann geht es nämlich zu dem Team zurück, von wo es kommt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, Eisatem einsetzen würde und irgendeines der gegnerischen Monster macht vorher Gegenwind, ja, dann landet der Eisatem bei meinem Team. Das ist dann eine sehr schöne Fähigkeit irgendwie, aber von der Logik, wie der Eisatem zurückkommt, muss ein sehr starker Gegenwind dann sein. Ja, das ist ein starker Gegenwind, klar. Aber ich muss dazu sagen, dass mir diese Attacken zu spezifisch sind, also zu stark gegen, so viele Sachen gibt es dann auch nicht, die das greift, ne? Es gibt dann die, es gibt das für Eis, es gibt das für Feuer, das Alkoma gilt auch als Atem. Okay. Kann man also auch zurückwehen. Das ist dann richtig hart. Da hast du so die netten Sachen. Aber ich glaube, dann hört es auch schon auf, was Atem ist. Also es gibt da nicht wirklich viel. Zumindest, wenn es mir nicht mehr einfällt, dann scheinen es wirklich keine guten Angriffe zu sein. Ich glaube, vom Blitz gibt es noch eins, das glaube ich auch als Atem zählt. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob es einen Blitz gibt. Hält der Gegenwind dann für den Rest des Kampfes? Oder? Nein, auch nur für den einen Zug. Okay, dann ist der meistens eher unbrauchbar, je nachdem, gegen was man halt kämpft. Ja, also wie gesagt, ich empfehle sowas nicht wirklich zu nutzen. Also das ist übrigens gerade ein klassisches Labyrinth, das ist gleich immer gleich aufgebaut. Wenn man das einmal gemacht hat, weiß man irgendwann einfach, wie es geht. Dann sollte man sich das am besten immer gut merken. Ja, ich versau's gerade. Labyrinth halt. Ja, aber wie gesagt, irgendwann kennt man das. Ihr seht schon, ich laufe relativ zielgerichtet, weil ich weiß, dass ich quasi nach fast ganz rechts muss, ne? Mhm. Und ja, Baby Devil ist natürlich schon Typ Teufel, dürfte ja klar sein. Gibt es auch Engel? Nein, aber es gibt zum Beispiel sowas wie Irrpanzer oder sowas. Das ist ganz lustig. Ein Irrpanzer, das sieht eigentlich wirklich aus wie ein klassischer Ritter. Und wenn man den Teufel als Stammmonster nimmt und einen Irrritter als zweites Monster, dann kommt Mad Knight bei raus. Das ist, okay. Das ist zum Beispiel ganz lustig. Und wie gesagt, wenn man dann wieder einen Drachen als Stammmonster nimmt und Mad Knight als zweites Monster, dann kommt Kampfrex raus. Und Kampfrex ist wiederum ja ein dicker Drache mit einer Axt in der Hand. Sind das da Bäume in Roben? Ja, die können Feuer. Das ist eine Pflanze, okay, die einen Feuerattacke kann. Interessante Kombination. Ja, aber ist halt auch eher zu schlechte Werte und so. Und guckt auch irgendwie extrem unglücklich. Ja. Als eher bedrohlich. Ich meine, möchtest du so aussehen? Es ist wie so ein alter Druide, nicht wirklich. Ja, das ist immer. Miraculix und traurig. Das, ich meine, möchte sowas glaube ich ja noch immer nicht sagen. Maulsäbel. Das müsste Materie sein. Irgendwann das Vieh ist Materie. Das sind einfach fliegende Schwerter. Genau. Ja, die okay, können. Ich sollte mich über manche Ideen nicht wirklich wundern. Ich meine, bei Pokémon gibt's auch alles Mögliche. Ja, man musste damals sich 215 Monster ausdenken. Also man muss dazu sagen, dass das ja häufig, also die Monster, die man hier trifft, sind vorher an den anderen, und zwar in der Dragon Quest Reihe, wo ich leider noch kein Spiel daraus gespielt habe, die aber gerade im asiatischen Bereich mit die bekannteste Rollenspielreihe ist. Ne? Die ganzen Gegner sind nämlich hier die Monster, die man fangen kann.
Ah. Das ist nice. Wow, das war jetzt. Das war zum Beispiel. Ihr seht, die können ganz schön auch reinhauen. Das ist Megafeuer. Ist ja schon die zweite Form. Jetzt hätte mich fast mein Heiler hier erwischt. Und sei mich nicht so schön. Den brauchst du vermutlich für den Endboss noch. Genau. Ja, MP-Fang, ja, Schwachsinn. Das ist so. Problem ist halt, dass ein Boss. Die Bosse haben hier einfach mehr, als sie normalerweise haben können. Zum Beispiel, eigentlich ist ja bei KP mit. Also HP mit 990 Schluss. Und dann, ich glaube, der letzte Boss hat dann irgendwie 5000 HP oder so. Okay. Ja, also, und das ist natürlich damit spannender, als wenn es natürlich richtige Bosskämpfe sind. Aber wie gesagt, wenn ich mal sage Boss, denkt dran bitte. Die Monster, die wir am Ende ja besiegen müssen, gehören trotzdem nicht zur Boss-Familie. Na, sie fühlen nur quasi das Dungeon an. Stimmt, hast du auch, glaube ich, letztes Mal erwähnt gehabt, ja, als wir zusammen halt aufgenommen haben. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Die Boss-Familie selbst, die kommt erst, die kommt offiziell erst nach dem Sternenturnier. Also es dauert noch ganz, ganz lange, bis mir die begegnet. Eventuell werde ich aber schon vorher schon eins erfahren oder so. Kann man natürlich auch erfahren. Ist ja klar. Und die kann man aber die kann man nicht mit Fleisch dafür zu bewegen, dass sie mitkommen oder so. Und das Lustige ist jetzt, die Bossfamilie wiederum, ja, das sind alles Gegner aus der. Das sind immer die meistens die Endbosse aus den Dragon Quest-Reihe. Zum Beispiel der erste, der schlechteste quasi aus der Bossfamilie, das ist der Draglord, der wiederum war der Endboss von Dragon Quest 1. Das ist cool, dass sie einfach Sachen übernehmen. Na, also das muss ich sagen, das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Na, was man halt merkt, dass es Dragon Ball-like ist, also das Aussehen von den ganzen Wesen und so. Das merkt man vor allem auch bei den Bossviechern. Mhm. Also, die könnten noch alle so direkt in Dragon Ball auftauchen, auch die Dialoge. Also langsam werden die ganzen Nebenkämpfe ein klein bisschen nervig. Ja, das ist halt. Alle zwei Schritte kommt gerade irgendwo ein Vieh. Ja, nicht. Das ist halt wie bei Pokémon durch Höhlen gehen. So, aber ich bin ja froh, dass ich das hier gerade so einfach machen kann, einfach nur draufhauen kann. Irgendwann werden die nervig stark. Das ist viel schlimmer, wenn du dann nicht mehr einfach gehen kannst und auch noch Zaubersprüche benutzen musst und so. Dann zieht sich natürlich so ein Labyrinth ganz schön. Und das ist jetzt schon recht lang eigentlich. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr kurz. Nein, das ist richtig. Also, auch falls ich hier failen sollte oder so. Oh Gott, ich habe keine Kräuter mehr. Ich habe hier die ganze Zeit die immer so, ja, so großzügig benutzt. Dann musst du jetzt schon deutlich mehr heilen. Ja, guck dir mal gerade meine HP an von meinem Monster. Das war knapp, der Kampf. Ja, oh Gott. Das ist irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, dass wir hier noch einfach durchmarschieren können. Oh Mann. Dann wird es ja jetzt noch interessant. Naja, wenn ich in dieses Labyrinth. Oh Gott, ich bin jetzt bei 4 von 8. Was zum. Oh nein. Warum das denn? Und wie groß ist denn diese Ebene hier? Kann man eigentlich auch fliehen? Was, die greifen oder plötzlich an? Oh, was soll das denn? Und dann noch mit Megafeuer. So, jetzt gehen die alle auf dieses Oraklum, wie es Vieh heißt. Damit das kein Feuer mehr machen kann hier. Kannst du eigentlich auch fliehen auskämpfen wie ein Pokémon oder ja, muss man kämpfen? Ja, man kann auch fliehen. Aber die können sich das Fliehen dann auch verbieten. Weil ansonsten wäre das, glaube ich, ein bisschen noch viel zu schwer dann am Ende bei den späteren, wenn man nicht wegrennen könnte. Naja, wenn man schlechter ist als die Viecher, kann man meistens nicht fliehen. Und wenn man besser ist, will man halt nicht fliehen, aber braucht es meistens nicht. Wo geht's denn hier lang? Ich denke mal, unten rechts könnte es dann weitergehen. Boah. Vermutlich. Ich muss unbedingt ein Item kaufen, was wie ein Radar funktioniert. Dann wird das leichter. Das zeigt dann immer, wo das nächste Loch ist, oder was? Ja, per Pfeil. Okay.
zeigt es halt nicht konkret, aber man weiß, wo man lang muss. Das ist schon mal genial dann. Ja, oh, geil. So. So ein Heiler wäre irgendwie zwischendurch auch ganz cool, muss ich sagen, mittlerweile. So ein Heil-Item. Ja, ein Heiltrank ist gut. Ja, ich kann man mal gebrauchen. Jetzt muss ich sogar Kräuter einsammeln. Autsch. Jetzt muss ich diesen Mist sogar einsammeln, ey. Ach, ein Boni. Ja. So, mal schauen, ob das reicht. Ach, der freut sich nur und stirbt trotzdem. Der hat keinen Bock mitzukommen, oder? Nee. Nee, der will nicht. Dummes Vieh. Manu und Futter. Das reicht ihm doch nicht. Ist doch nur so eine Bohne. Ich dachte, doch kein Filet hin oder so. Mensch, Mensch, Mensch. Vom Abgesehen, dass wir sowas noch gar nicht haben. So, was kommt denn hier? Oh, dieses, wie ich dieses Vieh hasse. Es sieht hässlich aus. Und ja, soll einfach sterben. Könntest du vielleicht einen mitnehmen, um den einfach zu verpaaren irgendwann? Dazu ist er auch nicht. Oh Gott, dazu ist er auch nicht gut genug. Das ist es ja. Der ist nur jetzt quasi gerade gut. Dann hast du halt am Ende einfach einen. So aus Prinzip. Und Holm könnte. Nee, der überlebt das noch. Ja, ich wusste, dass er den Kampf noch überlebt, weil dieser Boni kann nichts, das ist halt eine Pflanze. Also er ist ein. Nee, er ist auch eine. Ist er eine Pflanze oder ein Insekt? Hm. Ja, vielleicht also beides. Nee, es geht immer nur eins. Naja, eine Bohne wird eher eine Pflanze sein, wa? Wollte ich auch gerade sagen. Und so langsam dürft ihr doch mal wieder ein Loch auftauchen. Ja, ich hoffe auch. Aber siehst du, dass die nix können, ne? Die hau ich ohne weiteres kaputt. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wäre ein Dreiertrupp von diesen Oraklum. Das dürfte definitiv katastrophal sein. Also, ich hoffe einfach, dass das nicht passiert. Och Mann, ich brauche dieses Item. Ja. Wäre ja noch gut, wenn man in dem Part noch den das Labyrinth schafft. Und jetzt kommt er noch ein. Oh, geil. Eisdämon. Ich will ihn haben. Ja. Eisdämon ist schon ziemlich cool. Den sieht doch ziemlich geil aus. Also ich habe ja Drache und Eisdämon zusammen verpaart, um diesen Dorndrach zu bekommen. Das Problem ist leider. Es gibt folgendes. Ein Lava-Dämon und ein Eis-Dämon zusammen ergeben Gold-Dämon. Der beste aus der Materie. Ich habe zu Materie gehört, der. Ja, ist Materie. Beste Materiewesen. Aber der Haken ist, man muss nicht Lava-Dämon plus Eis-Dämon paaren, sondern Eis-Dämon plus Lava-Dämon. Na? Wo ist denn der Unterschied? Wer das Stammmonster ist. Okay. Super, Pant und Dorn sind verwirrt. Na? Das heißt, Eisdämon muss das Stammmonster sein. Pant greift sich selbst an, schön. Und dieses Ex-Mann. Warum Ex-Mann? Das ist doch irgendwie so ein Steinvieh, oder? Nee, das ist aus wie so ein das bekommt, Steinvieh. Das bekommt man mit Drache plus. Boah. Drache plus. Also auf jeden Fall geht es tatsächlich mit einer Echse noch dazu. Drache und so eine Echse zusammen. So. Sieht für mich irgendwie wie so ein Gargoyle immer aus. So, jetzt bin ich nämlich komplett geheilt. Und der verschwindet einfach. Genau. Komisch. Ach, der nutzt einen Teleport. Der nutzt einfach das Teleport. Ist trotzdem irgendwie ein ungewohnter Anblick, wenn man einfach... Man haut ihn und dann haut er ab. Naja. Das Lustige ist ja auch irgendwie, wenn man gegen ihn verliert, dann kommt so ein Spruch wie: Ich glaube, du bist ungläubig oder so, und deshalb hat man verloren. Gut, richtig gut. Oder: Dein Glaube an deinem Monster, dein Monster ist nicht stark genug. Vielleicht sind auch einfach nur die Monster nicht stark genug, aber nein, man muss einfach mehr an die Monster glauben. Ja, genau, richtig. Und cool. Hier können wir sogar speichern, für den Fall erstmal failen sollten. Das ist tatsächlich aktuell eine Möglichkeit, dass wir failen. Ja, ich denke mal, aber
Das Labyrinth, also das Tor hier sollten wir schon in dem Part noch eventuell zu Ende bekommen. Ja, das ist eigentlich auch mein Ziel. Also irgendwann schafft man wahrscheinlich nicht mehr ein Tor pro Part. Aktuell geht das noch. Ach, Schnabler ist einfach schlecht. So ein überflüssiges... Eine Vogelkuh. Ja, es ist einfach schlecht. Naja, aber ist ja gut, wenn eigentlich eher schlechtere kommen als... Sonic Boom. Das ist, genau. Setzt Vakuumwelle frei. Was für ein Vakuumangriff? Ich meine, das gibt's halt auch noch. Aber da bin ich mal gespannt, wenn er die mal macht. Weil das dürfte, denke ich mal, gut Schaden machen. Ja, es ist halt noch die erste Stufe. Es trifft auch nur einen Gegner. Später wird aber es wurde halt spät erlernt. So, naja, das ist noch relativ früh. Okay, ich will einfach zum Boss. So. Das ist der erste, der... jetzt sehen wir hier sogar wen. Das ist cool. Und zwar eine Figur, die wir noch nicht kennen. Und zwar einen wiederkehrenden Charakter quasi. Übrigens, das ist sehr schwer hier, oder? Muss man schon sagen. Richtig schwer. Man hat ja auch so wenig Möglichkeiten, um das rauszufinden. Also, weil du fällst halt einfach runter und dann ist halt wieder mal dort gleich. Also es ist halt schon ein bisschen lol. Naja, aber es war halt ein Spiel für Kinder, von daher, allzu schnell konnte man es nicht machen, denke ich mal. In der Screen-Fan stand damals drin, Achtung, bei Big Eye musst du so und so gehen. Das ist gut. Ja, super. Ich meine mal ganz... So, jetzt haut jemand auf. Dieser Ninja hier. Hör auf dieses Vieh erstmal schön hoch. Du darfst ihn sprechen. Scheiße, auch hier nicht. So. Das Lustige ist aber, ich weiß es nicht, ob man hier einen Fehler gemacht hat. Weil man trifft ihn ja hier das erste Mal und er sagt schon, scheiße, hier auch nicht. Ich wollte auch gerade fragen, was sucht er überhaupt? Na, weil ich habe den noch nirgendwo gesehen. Also das finde ich persönlich auch etwas komisch. Dass man ihn als... Also hier das erste Mal trifft und das schon so kommt. Ja, wir treffen ihn bald nochmal. Er sagt das schon ein bisschen mehr. Wer Mut hat, kommt besser weiter. Ich werde prüfen, ob du Mut hast. Und das ist übrigens das Vieh, was man oben auch im Monsterhof rumsitzen sieht. Big Eye. Das ist ein fettes Vieh mit einem fetter Zyklop, der da einfach noch hockt. Ja, mit Fell. Ein fetter Scheißhaufen mit einem Auge. So von der Farbe auch. So, dann machen wir mal ihr Fußfeger. Ich versuch dem mal... Ja, wohl, ihr könnt sogar Allschutz was bringen. So, und was kann der denn? Ja, ich soll einfach mal angreifen. So, 30 Punkte, oh Gott, das ist ja fast nix. Also siehst, wie er unterschiedlich viel macht, zum Beispiel Dornberg hat übers Doppelpunkt gegenüber Holm, weil eben wirklich, oh, er kann schon mega Eis. Und wie kann der ganz cool ausweichen? Der hockt da und ist einfach nur ein großer, fetter Haufen Fleisch mit einem Auge. Oh Gott, das ist unschön. Ja, Holm ist auch schon fast draufgegangen. Ja. Und Dorn hat auch noch wenig HP. Der macht ja, Big Eye ist hingefallen. Aber wenn er hinfällt, das muss doch auch ziemlich beben dann, oder? Dann sei froh, dass du keinen Schaden bekommst. Das ist ein kleines Erdbeben. So. Das wird jetzt einfach immer so ablaufen, dass Panther das versucht, den hinzu... Genau, das Big Eye immer hinfällt. Und jetzt kann Holm wieder Allschutz nutzen. Also hier muss man jetzt wirklich schon ein bisschen taktieren. Der hat 30 Punkte, 25 und 58. Wie gesagt, es wird nämlich hier schon die Basisverteidigung nämlich genommen. Und dann nämlich prozentual das hochgerechnet. Mhm. Das heißt, umso besser schon deine Stammverteidigung ist, umso mehr macht auch gleich noch wieder dann Allschutz. Das ist schön. Damit die Attacke quasi auch noch später was kann. Gesagt, ja, wäre einfach blöd, wenn es einfach nur, sagen wir, 50 Punkte wären. Später, wenn man Verteidigung 600 hat, ist 50 Punkte kaum noch was. Ja. Oh nein. Ich gehe von aus, dass Panther diese Runde stirbt.
wenn er jetzt nicht hinfällt. Ja, war ich cool aus. Oh, sehr schön. Big Eye fängt an, sich selbst zu heilen. Das heißt, seine Punkte sind ordentlich runter. Beim Monster fangen natürlich hier immer erst relativ spät an, sich selbst zu heilen. Also dann, wenn es natürlich notwendig ist. Und ich meine, das Vieh kann halt heilen. Das ist halt auch ein bisschen fast schon überflüssig. Das Vieh hat, keine Ahnung, 600 HP oder so. Und Heil macht dann 30 bis 40. Und dann sieht man eigentlich schon, wenn man quasi gewonnen hat. So. Ja, also ich denke, das bekommen wir jetzt hin. Das dürfte eigentlich keinen. Der fällt auch wieder schön hin, das ist gut. Zumindest das erste Monster, was nicht mitkommen wird. Der erste Boss. Ich wollte gerade sagen, den kann man doch bestimmt, dadurch, dass er heilen kann und vermutlich gute Werte hat, kann man den eigentlich bestimmt weiterfahren. Ansonsten wäre das ziemlich cool jetzt am Anfang schon, wenn man den so früh bekommen könnte. Deswegen hat man es halt auch nicht gemacht, dass er mitkommt. Oder man hätte ihn einfach schlechter gemacht, hätte er mitkommen können. Ja, also in der Theorie könnte man auch in den Dungeons, ich weiß nicht, ob man, ach, Eis atmen kann er auch, okay. Der scheint richtig gut zu sein. Dann sind seine Attacken, die er kann, eigentlich ziemlich nice. Er kann dann heilen, Mega-Eis und Eisatem. Das ist wirklich gut. Ah, da war ich gerade ständig. Er rollt wieder zur Seite. Das ist nervig. So, jetzt muss er sollte bald hinüber sein, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Jetzt muss ich Holm wieder selbst heilen. Ja. Okay, jetzt könnte einer. Nee, Pont lebt noch. Und der ist weg. Das war knapp. Ja. Mega-Feger. Mega-Feger ist einfach, dass das komplette Team umgeweht werden kann. Das ist schön. So. Wer mutig ist, kann alles schaffen. Ja, bei mir laggt es halt minimal, deswegen habe ich ja, ganz leichte Verzögerung beim Nachlesen. Du hast den Weg gefunden. Lass uns jetzt gehen. Schön, wie uns aus der Luft doch gleich das Richtige trifft, um sich da hinzusetzen. Naja, wäre ja komisch, wenn er einfach 3-4 Mal durch den Bildschirm fliegen würde und dann irgendwann mal landen würde. DSD. Ihr habt Big Eye besiegt. Komm, lass ihn besiegt sein. Geht doch. Big Eye wollte nicht mitkommen. Sowas kommt schon mal vor. Ach ja, für die Anführer braucht ihr kein Fleisch. Sie kommen schon mit, wenn sie das toll finden und Bock drauf haben und einfach generell dich toll finden, ne? Und wenn nicht, dann finden sie dich halt scheiße und haben keinen Bock drauf. Wenn ihr das wisst, verschwendet ihr kein Fleisch mehr. Und spart euch 1 Million Gold. Das ist übertrieben. So, das ist jetzt mal egal, was er noch sagt. Und zwar, dieser Mist hier, ja, hat dafür gesorgt, dass ich das bei den ersten 2-3 Mal durchspielen immer falsch gemacht habe. Übersetzt sagt er doch aus, Bossmonster kein Fleisch hinwerfen, weil entweder sie kommen mit oder sie kommen nicht mit. Punkt. Und das ist Schwachsinn. Bossmonster, die eigentlich regulär nicht mitkommen, können auch mitkommen, wenn man denen nur genug Fleisch hinwirft. Die haben nur eine extrem niedrige Fangrate. Ah, und deswegen meinte er einfach, es lohnt meistens nicht, den Fleisch hinzuwerfen. Ja, also das ist so einfach falsch. Es gibt welche, die nicht mitkommen. Natürlich kann man vielleicht das so interpretieren, er stand ja dort am Anfang ein Fragezeichen, wollte ich mitkommen. Das Fragezeichen stand ganz am Anfang des Satzes. Na, jetzt doch so, dass die Boss-Familie mit einem Fragezeichen gekennzeichnet ist. Na, als Symbol. Und tatsächlich ist es so, dass man ein Monster der Boss-Familie kein Fleisch hinwerfen braucht, weil die kommen wirklich nie mit. Okay. Na, aber ich denke, das ist hier einfach falsch übersetzt. Müsste man auf Englisch spielen, aber ist ein Aufwand eigentlich nicht wirklich wert. Richtig, genau. So, na gut. Dann haben wir es doch noch ganz gut geschafft. Ich zeige euch tatsächlich nochmal, wo Big Eye auch rumsitzt. Und zwar, hier oben sitzen Big Eyes rum. Wenn wir hier runterspringen wollen, sagt uns das Big Eye, dass wir das lieber nicht machen sollten.
So. Dann würde ich sagen, das ist eine, ja, dann würde ich sagen, das ist eine ganz gute Stelle. Ah, ne, ich glaube, wir machen mal. Na, ich darf die Paar noch nicht machen. Ich muss das Kolosseum noch machen. Okay, gut. Denn dadurch kann ich die Paar noch nicht machen. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle einfach mal den Part. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst, Gene mit LP. Hat mir auch viel Spaß gemacht und danke für die Einladung. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Jo, man sieht sich. Euer Gene mit LP.